Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen und letzten Folge von Orbis Terrarum Natura, dem Gemeinschaftszoo von diesen sieben Zoo-Erbauern und Erbauerinnen natürlich, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja mittlerweile einen großen Teil vom Zoo gesehen und das war wirklich alles super beeindruckend und heute werden wir den Rest uns anschauen und uns dann natürlich das Ganze auch nochmal im Gesamtbild. Aber bevor es losgeht, gibt es natürlich noch von der letzten Folge ein Gewinnspiel aufzulösen. Und die drei Gewinner, die blende ich jetzt mal ein. Die Antwort auf die Frage, welche Farbe das Auto hatte, war natürlich so rot, braun, rostfarben, orange. Habe ich alles gelten lassen. Und ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ihr habt jeweils einen 15€ Amazon-Gutschein gewonnen. Meldet euch bei mir im Discord, dann bekommt ihr diesen. Und jetzt geht es, ohne weitere Umschweife, direkt in den Zoo. Und genau an dieser Stelle hatten wir beim letzten Mal aufgehört. Und hier geht's natürlich weiter. Ich bin sehr gespannt. Ist jetzt der letzte Part leider. Hat richtig viel Spaß bis jetzt schon gemacht, diesen Zoo zu besichtigen, weil der ist echt wunderschön. Steht denn da vorne? King Julians. Café, Restaurant und Bar. Okay. Wir folgen natürlich hier wieder diesen grünen Fußabdrücken, damit wir nichts verpassen. Da geht's nach oben. Ist ein wunderschöner, plätschernder Bach. Solche Geräusche liebe ich ja sowieso. Wird ganz viel mit Baumstämmen gearbeitet. Finde ich sehr cool. Oh, ein kleines Toilettenhäuschen. Und hier kann man dann wahrscheinlich die ersten Tiere sehen. Das sieht wie eine kleine Aussichtsplattform aus. Ja, da sind sie. Das dürften... Sind das Okapis? Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Ja, das sind Okapis. Okay. Dann passt das ja. Ist ziemlich cool, dass das hier so hoch geht, das Gehege. Das kann man dann wirklich super sehen, weil wir hier auch so ein bisschen erhöht stehen. Und da geht es dann auch in so eine kleine Lehmhütte. Da ist sogar innen drin alles gestaltet. Sieht so aus wie so kleine einzelne Boxen. Ich hoffe, die Okapis können das ab, auf so einer, so einem Steilhang hier zu leben. Weil das ist schon relativ steil, aber sieht trotzdem cool aus. Kleines, feines Gehege. Ich sehe jetzt auch nur ein Tier. Aber ich glaube, an den Tieren wurde auch ein bisschen gespart von der Menge, weil die FPS schon stark nachlassen. Okay, bin ich jetzt richtig gelaufen? Weil ich laufe hier immer schon instinktiv einfach weiter. Ja, ich glaube schon. Ah, hier kann man dann auch nochmal reingucken. Das ist cool. Hier schlafen dann die Okapis. Das ist jetzt die Lehmhütte von der Seite. Staff only. Oh, da sind sie sogar gerade. Oh, wie cool. Die bereitet gerade Essen vor. Das ist echt cool, dass das alles so animiert ist. Okay, das sind alles Mitarbeiterhütten, aber ich glaube, wir sind hier noch richtig. Scheint ja so ein kleiner Abseitsweg zu sein. Was haben wir denn hier? Oh, Katas! Oh, wie süß. Mit diesen kleinen süßen Bienenkörben, die habe ich auch schon öfter gesehen. Das scheint hier, glaube ich, auch das Café zu sein. Das ist ja cool, dass man hier sitzen kann und dann den Katas beim Spielen zusehen kann. Oh, süß. Alles so richtig cool eingebaut. Das Gebäude sieht auch super interessant von der Form aus. Hat ein bisschen was von Jurassic Park, muss ich sagen. Von diesem alten, ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Innovation, nee, wie heißt denn das? Besucherzentrum. So heißt es. Ein bisschen hat das was davon. Okay, hier geht es einmal außen rum. Das scheint hier nochmal so ein kleiner Schleichweg zu sein. Und jetzt kommen wir hoffentlich wieder vorne raus, weil ich möchte gerne noch in das Café. Ja, das sieht gut aus. Okay. Jetzt geht's nämlich endlich in King Julians Café, Restaurant und Bar. Oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja coole Atmosphäre hier. Alles so richtig dschungelig, vor allem der Boden sieht richtig cool aus. Der ist mit Schlafplätzen von Tieren, glaube ich, gemacht. Boah, das sieht ja richtig nice aus, die Decke auch. Hier hätte man vielleicht noch ein paar fallende Blätter oder Nebel oder so reinmachen können. Das wäre, glaube ich, noch cool gewesen. Menu of the Day. Ja, ist ja wahrscheinlich nicht so passend im Restaurant, dass hier Blätter durch die Gegend flattern. Also passt das eigentlich schon. Oh, wie interessant. Okay, das ist mega nice. Fällt mir richtig gut. Oh, die coole Idee. Stay healthy. Salad. Salad for free. Ah, hier ist die Salatbar. Ich verstehe, okay. Das ist ja nice, dass man sich hier bedienen kann. So ein paar Blumen essen. So, ich habe die Fußabdrücke schon wieder komplett ignoriert.
Okay, ich bin aber sogar richtig gelaufen. Problem ist immer, dass ich ja so viel mir angucke und dann nicht auf die Fußstapfen hier achte. Naja, wir sollen hier, glaube ich, raus. Ah, jetzt sind wir in dem Außenbereich. Richtig cool. Na komm, kleiner Mozart. Gönn uns einen schönen Song. Wetten, er hört jetzt auf zu spielen. Ja. Der Klassiker. Das, was immer passiert. Aber das ist echt toll gemacht. Hätte auch nicht, echt nicht gedacht, dass dieses Gebäude von innen so nice aussieht. Da bin ich wirklich beeindruckt. Immer noch mal ein paar Informationen über die Tiere. Das ist alles wirklich so wundervoll gestaltet. So viel Liebe zum Detail. Ach toll, was ist denn jetzt hier drin? Da gehen wir jetzt rein, ne? Ja. Oha, okay, das ist mega cool. Diesen Baumstämmen auch. Hier kann man sich dann hinsetzen, so wie es aussieht. Und hier können die Katas sogar rein. Ah, das ist begehbar. Das ist ja nice. Hier können die dann sogar noch klettern. Okay, das ist richtig cool. Mega tolle Idee. Weiß, ich laufe hier wieder völlig durcheinander. Mega cool. Jetzt geht's aber wieder nach draußen und da weiter. Ich hoffe, der Part wird nicht allzu kurz jetzt werden. Das werden wir gleich sehen. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns. The Local Flora. Das sind doch bestimmt auch Sachen aus dem Workshop, oder? Ich weiß gar nicht, wie man diese Schilder erstellt. Sieht echt kompliziert aus. Okay, hier geht es dann nochmal ein ganzes Stück durch einen Wald. Ah, hier sind dann so Informationen über Bäume. Das finde ich auch cool. Das ist immer nice, wenn man dann so einen längeren Weg hat, dass man den noch schön gestaltet. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das einfach mit der Flora, mit so ein paar Beschreibungen und sowas zu gestalten. Finde ich echt toll. Oh, das stimmt sogar. Birkenbäume und hier stehen sogar Birkenbäume. Okay, krass. Das heißt, diese Infos sind nicht einfach nur random platziert. Die sind halt wirklich wahrscheinlich zu den Bäumen passend. Yellow Cedar Tree. Okay, damit kenne ich mich ja so gar nicht aus. Mit Bäumen und Pflanzen. Was haben wir denn hier? Ah, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon von oben gesehen. Mir ziemlich sicher. Weiß, glaube ich, was uns da erwartet, nämlich eins der neuen Tiere. Das ist übrigens auch so eine Sache, ne? Wenn man mit mehreren Leuten baut, dann hat man natürlich öfter mal solche Verbindungswege, die ein bisschen länger sind, weil halt jeder in einem anderen Bereich arbeitet und man das am Ende irgendwie sinnvoll zusammenfügen muss. Aber habt ihr wirklich sehr elegant gelöst, den Übergang. Das sieht ja auch sehr cool aus. Schönes Plätschern. Nehmen wir nochmal die Übersichtskarte. Ah, wir kommen jetzt vom Kaffee gerade, ne? Wahrscheinlich hier so lang. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich hier nach oben. Und dann wieder Richtung Exit. Irgendwie sowas. Denke ich doch mal. Folgen wir mal dem Weg. Ah, jetzt sind wir hier beim Asia-Haus. Genau, hier waren wir nämlich schon mal. Das ist gut zu wissen. Hier geht es jetzt weiter. Da. Was hatten wir denn hier? Waren das die Nashörner? Ich glaube, das sind hier die Nashörner. Könnten aber auch die Elefanten sein. Eins von beiden. Ich denke aber mal die Nashörner. Zeigen sich leider gerade nicht die Tiere. Ja, ich glaube, das ist ein Nashorn, was da drin schläft. Na gut, gehen wir mal hier hinein. Denn das ist auch ein neuer Bereich, der noch hinzugefügt wurde. Das sind nämlich Kängurus. Oh, da schlafen sie. Wie ein Model auf der Seite. Wunderschön. Das ist auch ein Baby. Oh, die Felsen sehen cool aus. Sehr interessant. Oh. Das ist auch eine coole Beleuchtung und ein cooler Unterstand. Und hier kann man dann nochmal auf so ein Glasding. Aber wir können hier leider nicht drauflaufen. Naja, stellt es euch einfach vor, dass man da dann rauf geht und dann da runter gucken kann. Mich cool. Oder kriege ich das irgendwie hin? Nee. Oh shit. Jetzt sind wir bei den Kängurus. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, coole Idee. Schade, dass es nicht solche Glaswege vom Spiel automatisch gibt, dass die Besucher da auch wirklich drauf rumlaufen. Das wäre sehr cool. Oh, das spielt gerade Fußball.
glaube, Kängurus wären richtig gut in sowas. Die haben da wahrscheinlich die richtigen Voraussetzungen für. Oh. Eigenes Spielzeug so ein bisschen eingebaut. Da habe ich, glaube ich, auch eine Sache bei den Affen vergessen. Da war auch so ein eigenes Spielzeug. Habe ich euch gar nicht mehr gezeigt. So ein Mist. Naja, der Zoo wird ja auch hochgeladen. Den Link findet ihr wahrscheinlich in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren. Müsst ihr mal gucken. Ich habe das noch nicht genau mit den Erstellern abgesprochen. Oder es wird wahrscheinlich dann ein Link zum Steam Workshop sein. Aber auch ein sehr schönes Gehege. Auch wieder cool, dass man im Hintergrund Gebäude und so sieht. So, und jetzt nach links. Okay, jetzt geht's hier entlang. Und wir drehen wieder um, damit wir nichts verpassen anscheinend. Hatten wir das hier schon gesehen? Ich glaube ja. Es gibt hier wirklich so viel zu sehen. Ich habe bestimmt richtig viel übersehen. Könnte ich mir vorstellen. Oh, sorry für die kleine Unterbrechung. Ich wollte gerade sagen, ich kann natürlich das Ganze nicht immer so mega lang und detailreich machen, weil die Videos sonst zu lang werden. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dieses Gehege haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube nämlich, hier ist auch das Ding, was ich vorhin angesprochen hatte. Das ist nämlich so ein Spielzeug, dieser Glaskasten, wo die Affen mit dem Stock drin rumstochern, um da Fressen und so rauszubekommen. Und das wurde halt so eingebaut, dass es so aussieht, als wenn die Affen, ja, da so ein Bild malen. Hier sind halt so ein paar Farben und darauf pinseln die dann. Leider ist jetzt gerade kein Äffchen da, um euch das zu zeigen. Aber ich kann mal kurz ein Bild für euch einblenden. So sieht das Ganze nämlich aus. Das wurde mir nämlich mitgeschickt. Finde ich eine sehr coole Idee. Jetzt gibt es hier Futter. Das sieht auch super interessant hier aus. So, haben wir hier was übersehen? Nee. Kann man sich nur mal hinsetzen. Kommst du denn her? Okay. Was macht der denn? Ich glaube, der ist ausgebüxt. Ja gut, ne? Das kann mal passieren, gerade bei Babytieren. Die büchsen gerne mal aus. Weil das Gehege ist dann sicher für Erwachsene und die Babys sind dann kleiner. Die kommen dann durch andere Lücken durch als die Erwachsenen. Oh, hier, da müssen wir einmal den Retter spielen. Das ist ja an sich kein Problem. Hier geht es nämlich nochmal hinein. Kann man das dann im Innengehege nochmal sehen? Aber die klettern hier gerade alle rüber, weil es Fressen gibt, glaube ich. Ich glaube, die können hier sogar übers Glas laufen. Zumindest so ein bisschen so aus, als wenn die hier hochklettern können. Hier auf die Seite geht es auch nochmal. Und hier ist nochmal der Malkasten. Könnt ihr den nochmal näher sehen? Hier sind die Farben. Und hier ist das Porträt, was die dann malen. Mega coole Idee. Und sehr schöner Innenbereich. Ja, die können ja überall entlang klettern. Da geht es dann oben rüber, ne? Ja. Hier können die hoch und dann oben drüber klettern. Aber wir gehen natürlich weiter. Oh, die Glocke klingelt. Babyäffchen auf freier Wildbahn. Oh, wo geht's denn jetzt hin? Fliegende Blätter, Atmosphäre. Ich sehe einen Vogel, der uns anguckt. Sowas liebe ich ja. So ein richtig schöner geschlängelter Weg und oben drüber die Blätter, die Baumkronen. Hier sogar so ein umgekippter Baum, so wie es aussieht. Wo der uns wohl hinführt? Gute Frage. Sieht wie ein kleines Highlight aus. Oha, jetzt bin ich echt gespannt. Ich glaube, es geht erst links lang, ne? Ja, ich denke schon. Oh, das Gebäude sieht von außen auch wieder wunderschön aus. Sowas finde ich ja cool, dass es nicht ganz viereckig ist, sondern hier so eine Einkerbung hat. Hier so Blumen eingebaut. Und allgemein das ganze Gebäude ist halt nicht viereckig. Zwar viel, viel schwieriger so zu bauen, aber sieht halt viel besser aus. Ich hoffe, ich mache nichts falsch, wenn ich jetzt hier geradeaus gehe. Nee, ich glaube aber nicht. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Es gibt hier so viel zu sehen. Hier ist nochmal wunderschön alles gestaltet. Waren wir nicht hier schon? Hier an dem Ding saßen wir doch schon, oder? Hier ist nämlich diese Kugel. Ich glaube ja. Es war auch diese andere Bar. Ich weiß den Namen leider gerade nicht mehr. Ein bisschen länger her. Oh. Okay, das ist ja auch sehr interessant. Das ist ja richtig cool gemacht hier.
ganzen Wälder und Bäume. Ein Schwanentretboot. Okay, das Gebäude sieht von innen richtig nice aus. Über verschiedene Holzfarben, oder? Ich glaube schon. Sieht ein bisschen heller aus, das dunkler. Ein paar Automaten, Toiletten eingebaut. Glasscheiben auch für natürliche Beleuchtung. Und natürlich gibt es ja auch was zu sehen. Scheint hier nämlich ein Gehege zu sein. Für Tiere, die sich mal wieder verstecken. Aber vor uns kann man sich nicht verstecken. Aber jetzt sehen wir sogar die Tiere. Tapire sind das. Mit ein paar Infos. Wir gehen hinein. Kleiner Indoor-Pool. Alles wunderschön hier auch gestaltet mit Ranken. Das finde ich auch cool mit diesen Gittern, die so aufklappen. Schade, dass man sowas halt nicht animiert machen kann. Hier gehen die dann raus. Durch so eine Blättertür. Auch sehr schön. Jetzt sind wir im Außenbereich. Ich glaube, den kriegen wir gleich noch zu Gesicht. Aber jetzt seht ihr erstmal die Tiere. Wunderschön. Schöne Brücke. Die ganzen Äste hier alle einzeln platziert. Richtig nice aus. So, wir folgen den Fußspuren hier wieder nach draußen. Jetzt geht es nämlich hier genau in den Außenbereich. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist, glaube ich, dieses verschmutzte Wasser, ne? Vom aus, nicht Australia Pack, sondern hier, wie heißt das andere denn? Südamerika DLC. Oh, jetzt kommen wir auf die Brücke. Das ist eine Glasbrücke. Die Besucher können aber, glaube ich, nicht rüberlaufen, ne? Aber hier sind Bänke drauf platziert. Wie hat man das denn gemacht? Okay, das ist crazy. Und unten drunter gehen dann die Tapire. Okay, das ist mega cool. Eine Glasbrücke. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Besucher rüberlaufen. Weil ich habe sogar schon Schwierigkeiten, hier rüber zu laufen. Schade, schade. Also so Glaswege wären echt noch toll in dem Spiel. So, oh, wir haben es geschafft. Sehr coole Idee. Da können die dann auch nochmal im Schlamm planschen. Hier seht ihr nochmal das Gehege. Auch wunderschön. So, dann geht's hier rum. Und hier hinten geht's wieder weiter. Haben wir nochmal ein Gehege oder ist das einfach nur Zaun? Ich glaube, das ist einfach nur Zaun und Landschaftsgestaltung hier. Oh, ich glaube schon. Ja, da hatte ich einen Mega-Lag. Sehr gut. Danke, Spiel. Wird auch echt Zeit, dass die Performance von dem Spiel besser wird. Ist echt schade, dass solche tollen Projekte dann leider immer gekürzt und geschnitten werden müssen, weil die halt zu viel FPS fressen. Vor allem das Ding ist ja, das liegt ja nicht mal an den PCs. Man kann so einen leistungsstarken PC haben, das liegt halt einfach an dem Spiel. Und das ist so ein bisschen das Traurige. Ach nein! Oh, das war's schon. Hier ist das Ende, Leute. Das war's mit Orbis Terrarum Natura. Es hat so viel Spaß gemacht. Ganz, ganz toller Zoo. Wir schauen uns das Ganze natürlich noch von oben an. Hier sind wir heute gestartet bei der 6. Und hier war das Ganze mit den Baumstämmen. Und das erste Gehege mit den Okapis. Richtig cool. Mega viele Höhenunterschiede. Das ist ja auch sehr schön gemacht mit den ganzen Baumstämmen. Hier geht es dann noch mal hinein. Was hier gibt es so viel zu entdecken. Ich kann euch nur empfehlen, ladet den Zoo mal runter und dann guckt euch den selber mal an. Weil ihr werdet sicherlich viele, viele Details noch finden, die ich jetzt gar nicht zeigen konnte oder übersehen habe. Das hier ist das riesige Gebäude. Hat so ein bisschen was vom Dach wie das Besucherzentrum. Also ganz leicht. Nicht stark, aber sieht echt cool aus. Tolle Gebäudeform und auch tolle Dachform. Weiß gar nicht, müssen wir da nochmal rein? Nee, ich denke nicht. Das haben wir, glaube ich, alles gesehen. War auch mega cool. Wo ging es dann weiter? Ich glaube, dann ging es hier. Genau, dann ging es einmal diesen Pfad hier entlang. Mit den Bäumen. Richtig coole Idee. Hier einmal so zickzack drumherum. Ein paar Infos zu den Bäumen. Und dann wurde das Ganze hier wieder verbunden. Und dann hatten wir hier einmal das Affengehege. Ah ne, das war das Nashorngehege. Stimmt.
Jetzt seht ihr es auch nochmal von oben. Hier schwimmen die. Die haben wir beim letzten Mal schon gesehen, weil wir hier, glaube ich, irgendwo auch lang gegangen sind. Dann ging es hier zum Känguru-Gehege. Man sieht, dass es nachträglich eingefügt wurde. Fällt ein bisschen auf mit der Wüstenoptik und diesem roten Gestein. Weil das hat man vorher gar nicht im Zoo gesehen. Aber finde ich mega cool. Ich finde auch die Idee mit diesen Glas-Stegen cool, dass man darauf gehen kann. Funktioniert nur leider nicht für die Besucher. Was ist denn da? Ich dachte gerade, da war ein Vogelnest oder so. Okay. Und dann ging es... Waren wir hier vorne? Nee, ich glaube, da sind wir beim letzten Mal lang gegangen. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir hier so zurückgegangen oder so. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. So kann ich euch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall waren wir dann hier vorne. Hier waren dann das Affengehege. Waren das eigentlich Schimpansen oder waren das Bonobos? Kann beides gewesen sein. Sieht aber auch richtig cool aus. Find auch gerade keinen Affen. Doch, da. Freien wir ihn mal. Oh, Schimpansen, okay. Auch eine super interessante Gebäudeform. Das war ja das Indoor-Gehege für die Schimpansen. Und dann ging es hier vorne durch diesen coolen Waldpfad. Hier sind auch coole Atmosphären-Sounds. Und dann war hier das Tapir-Gebäude. Oh, jetzt sind sie sogar alle drin gerade. Das ist cool. Können wir mal hier reinfliegen. So sieht das Ganze aus. Geht da gerade durch die Tür. Und dann können die hier drin chillen. Und man kann die super beobachten. Echt interessantes Gebäude. Das mit dieser Glasbrücke finde ich auch mega cool. Richtig tolle Idee. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal so ein Glasweg für die Besucher. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Hier ist auch alles selber abgesteckt. Das Geländer ist auch selbst gebaut. Also hier gibt es so viele Sachen zu entdecken. Das kann ich alles gar nicht erwähnen. So viele tolle Sachen wurden hier verbaut. Und das war's dann schon. Hier seht ihr nochmal von oben die Landschaft, die wir vorhin einmal kurz inspiziert hatten. Oh, hier wurde sogar das Wasser entfernt. Aus FPS-Gründen. Also wundert euch nicht, wenn hier mal ein paar Sachen weg sind. Das passiert leider, wenn man dann ein bisschen aufräumt für die guten FPS. Normalerweise war hier Wasser. Da hier war nämlich der Tretbootverleih. Hier wurde auch einiges gelöscht, wie ihr sehen könnt. Na gut, das macht ja nichts. Wir schauen trotzdem nochmal einmal ganz von oben rüber. Auch wenn es jetzt hier natürlich nicht ganz perfekt ist. So, das war der Eingangsbereich. Haben wir alles schon gesehen im ersten Video. War richtig cool. Oh, ich zoome einfach mal raus, Leute. Dann könnt ihr euch nochmal einen Überblick darüber machen. Wir haben ja die einzelnen Bereiche schon alle von oben gesehen. Das müssen wir jetzt nicht alles nochmal durchgehen. Das war Orbis Terrarum Natura. Natürlich gibt es am Ende dieser Folge auch nochmal ein weiteres Gewinnspiel für euch. Und die heutige Frage ist keine Frage. Ich würde euch einfach bitten, schreibt mal hinein in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Und mit etwas Glück könnt ihr dann einen von drei 15€ Amazon-Gutschein gewinnen. Mir hat dieses Projekt wirklich richtig viel Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an die 7 Zoo-Ersteller. Das Safe Game werdet ihr, wie gesagt, entweder in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung finden. Das muss ich jetzt noch eben klären. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.